Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir grüßen Sie herzlich zum Weihnachtsfest hier aus der Johanneskirche. Auch in diesem Jahr können wir den Gottesdienst am Heiligen Abend nicht gemeinsam hier in der Kirche feiern. Viele von Ihnen hätten heute einen der Gottesdienste besucht. Viele Kinder hätten bei den Krippenspielen mitgewirkt und wir hätten alle gemeinsam Stille Nacht gesungen. Sehr schade. Umso dankbarer sind wir, dass wir mit Unterstützung der Lausitzwelle diesen Gottesdienst Ihnen senden können. Die Bläser haben uns vorhin mit dem Lied »Herbei, o ihr Gläubigen« begrüßt. So wollen wir uns zumindest gedanklich hier in der Kirche sammeln, in die Lieder einstimmen und uns besinnen auf das Weihnachtsfest. Auch für uns heute gilt, was der Engel einst den Hirten verkündete. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Hoffnung ist ein großes, rundes Brot, das man nicht allein essen kann. Hoffen tun wir miteinander, gemeinsam. Heute an diesem Abend kommen wir zusammen, um uns gegenseitig zu stärken in der Hoffnung, in den Liedern, in der Musik, in den Gebeten, in dem, dass wir hören auf das Wort der Propheten von uralter Zeit und die Weihnachtsgeschichte hören, in dem stimmen wir uns ein in die große Hoffnung der Christenheit, dass Gott uns nicht vergessen hat, dass er zu uns gekommen ist als ein Kind in der Krippe. Hoffnung, das macht die Kirche aus. Bei allen Fehlern, die sie hat, ist sie doch eine Erzählgemeinschaft der Hoffnung. So lasst uns nun gehen nach Bethlehem und sehen, was dort geschehen ist. Ich stehe an deiner Krippe, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Ich noch nicht geboren war, da
Weissagung aus dem Propheten Jesaja im 9. Kapitel. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Denn es ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem ganzen Königreich. Es erst Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hört die Weihnachtsgeschichte, wie sie aufgeschrieben ist im Evangelium nach Lukas.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Thank you.
da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt wurde. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist wieder Weihnachten, wieder der festliche Höhepunkt des Jahres, wieder eingeschränkt durch Vorsichtsmaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus, wieder im kleinen Kreis der Kernfamilie, ohne die großen Verwandten- und Freundestreffen an den Weihnachtstagen. Statt alle Jahre wieder ein Déjà-vu vom letzten Jahr. Und wir auch wieder nur mit dem Gottesdienst am Bildschirm. Das zweite Jahr der Corona-Pandemie geht zu Ende und wir sind
müde der endlosen Diskussionen um Corona, der ständigen Überlegungen, was geht noch und was sollten wir lieber lassen, der Streitereien um das richtige Maß. Wie oft hat man sich in diesem Jahr verwundert die Augen gerieben, wenn der doch eigentlich so vernünftige Nachbar, Verwandte oder Freund etwas ganz anderes für vernünftig hielt als man selbst. Wo doch nichts auf der Welt so gerecht verteilt ist wie die Vernunft. Schließlich meint jeder, genug davon zu haben. Aber Spaß beiseite, es bleibt allerdings auch die Erkenntnis, dass je nach Perspektive etwas anderes als vernünftig erscheint. Bei allem notwendigen Streit jetzt an Weihnachten sehnen wir uns nach der Einmütigkeit, nach Harmonie, nach Frieden. Das biblische Wort, das in diesem Jahr am Heiligen Abend bedacht werden soll, ist eine 2700 Jahre alte Verheißung des Friedens. Es steht im Buch des Propheten Micha im Alten Testament. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, unseres Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, bis an die Enden der Erde, und er wird der Friede sein. Liebe Gemeinde, Frieden in unserer Welt, in unserem Land, in unserer Stadt, in unseren Familien und Lebensgemeinschaften. Frieden, Sehnsuchtswort der Weihnachtszeit. Weihnachten besteht Friedenspflicht. Die Behörden verschicken keine Mahnungen und Strafmandate mehr. Die Arbeitgeber zeigen sich großzügig, viele Menschen spenden und in den Familien versucht man, die strittigen Themen zu vermeiden und geht, wenn nicht gerade Pandemie ist, auch zum Gottesdienst. Was für eine Heuchelei, jedenfalls als Jugendliche sahen wir das so. Dieses ganze weihnachtliche Klingeling, es kam uns so unecht vor wie die Weihnachtsbäume in den Kaufhäusern. So berechtigt solche jugendliche Kritik war und ist, sie übersieht eines. Nur weil nicht alle Tage Weihnachten ist, muss man Weihnachten nicht abschaffen. Nur weil wir nicht alle Tage uns gegenseitig Geschenke machen, ist es nicht falsch, dies an Weihnachten zu tun. Nur weil wir uns übers Jahr immer wieder auch streiten, ist es trotzdem nicht verkehrt, zu versuchen, an ein paar Tagen Frieden zu halten. Eine Welt, in der Frieden und Versöhnung nicht einmal mehr ersehnt oder zumindest zeitweise versucht werden, wäre eine ganz und gar trostlose Welt. Eine Welt, in der die Menschen resigniert hätten. Lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, sagte einst der Apostel Paulus, wäre das Einzige, was uns bliebe, wenn unsere Hoffnung auf die Auferstehung nichtig wäre. Die entscheidende Frage ist, ob wir uns mit Weihnachten nur etwas vormachen, was uns letztendlich den klaren Blick auf die Wirklichkeit verstellt, oder ob wir, wie es der christliche Glaube sagt, etwas vorwegnehmen von der Zukunft der Welt. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Die Mütter und Väter des Glaubens haben dieses alte prophetische Wort als die Ankündigung eben jenes Kindes verstanden, dessen Geburt wir heute feiern. Sie wussten, der Friede kommt nicht aus unserer Mitte, nicht aus unseren Plänen und unseren Vorstellungen und Vermutungen. Das ist es nicht. Wir ändern ja nicht einmal uns selbst. Wir schaffen es ja nicht einmal, uns selbst zu ändern. Wie wollen wir da die Welt ändern? In Bethlehem beginnt etwas Neues. Ein neuer Anfang Gottes mit der Menschheit.
keine gewaltsame Veränderung, die alle zwingt, kein Gewaltfriede, sondern ein Weg, wie ihn nur die Liebe kennt. Ein Weg, bei dem einer alles riskiert und sich verschenkt und hingibt. Ein Weg, der aus der Ewigkeit in die Zeit, aus den Himmeln hinein in die Krippe und in den Stall führt. Das Ewiglicht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leucht wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. So schrieb es einst Martin Luther, der verstanden hatte, was wir Großartiges an Weihnachten feiern. Von ihm soll auch die folgende Geschichte stammen. Es war einmal ein frommer Mann, der wollte schon in diesem Leben in den Himmel kommen. Darum bemühte er sich ständig in den Werken der Frömmigkeit und Selbstverleugnung. So stieg er auf der Stufenleiter der Vollkommenheit immer höher empor, bis er eines Tages mit seinem Haupte in den Himmel ragt. Aber er war sehr enttäuscht. Der Himmel war dunkel, leer und kalt. Denn Gott lag auf Erden, in einer Krippe. Wenn wir meinen, Gottes Wege nicht zu verstehen, weil sie uns zu hoch sind, dann könnte es durchaus sein, dass wir auf der falschen Ebene suchen. Vielleicht verstehen wir sie deshalb nicht, weil wir nicht niedrig genug suchen. Nicht ganz zu Unrecht besteht der atheistische Vorwurf, dass wir Menschen uns gern Götter nach unserem Bilde schaffen. Unsere Wünsche, die, wie wir selbst gern wären, die projizieren wir dann in den Himmel. Gott als Kind in der Krippe und als Mann am Kreuz, das hat nichts mit menschlichen Wunschvorstellungen zu tun. Die Friedensvision des Propheten Micha klingt allerdings wie ein Wunschtraum, wie eine Utopie. Aber wir wissen ja, die großen Utopien sind längst beschädigt und verbraucht. Die großen Visionen von Frieden und Gerechtigkeit haben abgedankt. Sie scheinen doch von vornherein völlig unrealistisch zu sein. Der Friede oder der Shalom wird zur Utopie, im wörtlichen Sinne zu dem, was eben keinen Ort hat. Beim Frieden als einer menschlichen Möglichkeit ist das so. Aber genau das ist ja die Botschaft des Weihnachtsfestes. Nicht durch eine umwälzende Tat einer starken Regierung, nicht durch großartige Entdeckungen der Wissenschaft und auch nicht durch das fromme Werk von Heiligen, sondern durch die Geburt eines Kindes kommt die große Wendung aller Dinge. Durch die Geburt eines Kindes kommt Gott zur Welt. Wie zur Beschämung der gewaltigsten menschlichen Anstrengungen und Leistungen steht ein Kind im Mittelpunkt der Weltgeschichte. Ein Kind von Menschen geboren, ein Sohn von Gott gegeben, ist das Geheimnis der Erlösung der Welt. Ein Kind in einer Krippe ist der Ort göttlicher Offenbarung. Das ist so widersinnig und unglaublich und so wunderbar und einleuchtend zugleich. Im Christuskind blickt uns Gott selbst an. Erniedrigt sich und macht sich klein, damit wir, die Menschen, groß werden. In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig Gut. Da erscheint etwas Heiliges, da wird diese Erde, ja, da wird der Mensch zum Ort der Einwohnung Gottes. Weihnachten bringt Licht in die Welt und in unser Leben. Die verwandelnde Kraft der Liebe Gottes klopft bei uns an und bittet um Einlass. Öffnen müssen wir selbst. Die Weisen aus dem Morgenland kamen von weit her. Sie gingen zuerst nach Jerusalem zum König, aber sie fanden das Kind dort nicht. Als sie dem Stern nach Bethlehem folgten und in einem Stall ankamen, erkannten sie in dem Kind die Kraft und die Hoheit des Namens Gottes. Sie knieten vor ihm nieder und gaben ihm die Ehre. Etwas von dem verheißenden Frieden kam auf sie. Mitten in einer Welt, die von Armut und Gewalt geprägt war, zogen sie von der Krippe weiter in ihr altes und begrenztes Leben
und doch verwandelt von der Begegnung mit dem Kinde. So wirkt Weihnachten schon jetzt in dieser immer noch von Armut und Gewalt gezeichneten Welt. Der Friede, den der Prophet im Namen Gottes verheißen hat, ist nicht einfach ein menschliches Projekt für den Frieden. Es ist Gottes Weg, der aber schon jetzt Spuren hinterlässt, der Menschen wie die Weisen zu Menschen des Friedens werden lässt. Wo Menschen des Friedens wohnen, da stellt sich Frieden ein. Da entstehen dann auch Orte, an denen wir uns sicher fühlen können, wo wir geborgen sind, wo wir zu Hause sein dürfen. Manchmal an den erstaunlichsten Stellen. Weihnachten 1914. Der Erste Weltkrieg tobt. Die Fronten haben sich festgegraben. Um jeden Meter wird hin und her gerungen. Täglich sterben Soldaten. Da stellen tausende deutsche und britische Soldaten an der Front in Frankreich und Belgien das Kämpfen ein. Sie treffen sich im Niemandsland und feiern mitten im Ersten Weltkrieg das Fest der Liebe. Mit Weihnachtsliedern, Geschenketausch und sogar Fußballspielen. Selbst viele Offiziere beteiligen sich. Man will nicht mehr aufeinander schießen. Und viele tun es trotz Befehlen mehrere Wochen nicht. Wie anders wäre das 20. Jahrhundert verlaufen, wenn auch die Heeresleitungen sich dem Weihnachtsfrieden geöffnet hätten. Besonders viele Akteure des Weihnachtsfriedens kamen übrigens damals aus Sachsen. Sollte es da uns nachkommen, Weihnachten 2021 in Friedenszeiten nicht noch besser gelingen, den Frieden auszubreiten? Seht auf das Kind in der Krippe. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns Fürbitte halten und beten. Heiliger Gott, wir kommen heute an diesem Weihnachtsabend zu dir, so wie wir sind, müde und ebenso aufgeregt, ungeduldig und voller Erwartung, in froher Erwartung lieber Gäste oder allein für uns. Wir bitten dich für die, die an diesem Tag krank und einsam sind, für die, die um einen geliebten Menschen trauern und in dieser Zeit der Freude sich nicht freuen können.
Wir bitten dich für die, die nicht mehr hoffen können, deren seelische Kräfte aufgebraucht sind. Wir bitten dich für die, die sich in Feindbilder eingeschlossen haben, die im Unfrieden leben, uneins mit sich und der Welt sind, deren Herz voll Bitterkeit ist. Wir bitten dich, lass uns gemeinsam den Weg zur Krippe finden, zu dem Kind, in dem du uns nahe kommst. Verwandle uns, unsere Häuser und Wohnungen, zu Orten des Friedens. Gemeinsam lasst uns weiter beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.